Moin moin Leute, ich bin Lukas Brain oder einfach nur Janik und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario RPG, juhu! Wir sind das letzte Mal genau hier stehen geblieben und natürlich ist jetzt die große Frage, wie geht es weiter? Geben wir 400 Münzen tatsächlich aus, um, naja, die Abkürzung zu benutzen? Oder gehen wir durch Monsterstadt und düsen hinten durch die Tür durch? Ehrlich gesagt, würde ich gerne mal die Abkürzung hier ausprobieren. Für 100 Münzen sogar nur. Ja, also bei 100 Münzen, Freunde, bin ich ehrlich, da denke ich noch nicht mal drüber nach, irgendwie irgendwas zu tun. Weil wir hätten jetzt nochmal durch alle diese kleinen Wirbeldinger durchgemusst. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Alle Truppen in Position. Mario, deine Mission ist, das Cliff zu besteigen, indem du von Panzer zu Panzer springst. That looks absolutely terrifying. Okay, I fucked up. Gib nicht auf, versuch's nochmal. Okay, also jetzt weiß ich auch, warum man da rechts den noch braucht. Gib nicht auf, versuch's nochmal. Okay. Man muss gar nicht springen. Man wird hier komplett rübergereicht. Das ist ja komplett fair. Braucht man echt noch den da unten? Das ist ja wild. Ich hätte versucht hochzuspringen tatsächlich. Bing! Mission erfüllt. Verstrichene Zeit 24 Sekunden. Nicht schlecht für einen Zivilist. Okay, also man hätte hier jetzt auch wirklich schneller hochspringen können und Dinge tun können. Okay, wissen wir Bescheid. Aber Freunde, wir wollen natürlich ins Bohnental. Keine Frage. Dann wollen wir doch mal sehen, welche Gegner uns hier erwarten und wie spaßig das hier so wird. Oh boy. Thornet! Und direkt vergiftet. Perfekt. So mögen wir das. Greifen wir erstmal ihn an. Ja, das ist mal ein Angriff, wa? Würde ich sagen. Rückkehr. Wir müssen uns immer noch angucken, was Rückkehr macht. Auch wenn ich mir natürlich sehr, sehr... Entschuldigung. Auch wenn ich mir natürlich sehr, sehr sicher bin, dass man damit einen wiederbeleben kann. Schaden. Doch so viel. Und nicht einschlafen. Nicht, nee, auch nicht Bowser. Oh, Mist, ein Glück. Ja, nee, nicht einschlafen. Nicht Toadstool. Das ist tatsächlich das weniger Schlimme. Wenn Toadstool einschläft, das ist okay. Alter, wie viel Schaden macht das denn? Ah, unsere Nachbarn bohren wieder. Ich habe mich schon gewundert, was hier so unfassbar laut ist. Halleluja. Alter, 206. Ich weiß nicht, ob der einfach sehr aggressiv gut gegen die Gegner vorgehen kann, aber man braucht nicht drüber reden, dass das einfach enorm krank viel Schaden war, oder? Das ist ja geisteskrank. Okay. Oh nein, sie ist wieder ein Pilz. 128 Schaden. Bruder. That's insane. Aber als ob ich den Sprung hier mal gemacht habe bis 21. Und ich den jetzt neuerdings machen soll bis 30, um irgendein Item zu bekommen. Ist ja absolut krank. Fungusstachel. Ja gut, das ist jetzt weniger schlimm, ehrlich gesagt. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den mal... tot, I guess. Und Mario gibt ihm hier den Rest. Piu, piu. Sehr schön. Okay. Ich wollte mal einmal kurz gucken, Spezial. Ja, warum nicht? Rückkehr. Kumpels wiederbeleben. Siehste mal.
Haben wir eigentlich nochmal irgendwie einen Blumenstoß bekommen? Ich achte da ja nie so drauf. Und ihr müsst mir das dann ja immer in die Kommentare schreiben. Fühle ich mich ja fast immer ein bisschen schlecht bei. Okay. Oh ne, geht's jetzt hier wieder weiter mit so einem Labyrinth oder was? Sieht so aus, wa? Oh boy. Sieht ja richtig spaßig aus. Ah. Okay. Ich find's auch schön, dass das einfach Spionblumen sind. Selbst Peach macht jetzt 103 Schaden. Also ich weiß nicht, ob wir für das Gebiet jetzt langsam overlevelt sind. Oder ob wir einfach enorm viel... Also ich bin sehr zufrieden. Ich möchte gar nichts sagen. Ich bin einfach nur sehr zufrieden. Ich hätte auf jeden Fall gern noch eine neue Waffe für Peach und auch für Mario. Weil Bowser sticht doch noch ein bisschen aus allem gerade raus, finde ich. Okay, der hat uns einfach gejagt. Aber wenn du uns jagst, Freundchen, dann pass mal auf. Das kriegst du zurück. Aber doppelt und dreifach. Die ist nicht direkt K.O. Guck mal, der Schaden. Das ist enorm geilo. Sehr schön. 230. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie nur ein Meme, dass wir so viel Schaden machen. Ich hoffe, wir sind jetzt einfach so krass. Wie bitte? Frech. Verzieht sich einfach. Wie so eine kleine Maus. Okay. Nehme ich mit. Kommen wir hier durch ohne noch einen Angriff? Nein! Thornet. Ich hoffe übrigens, ihr hört nicht zu laut das Bohren im Hintergrund, Freunde. I'm sorry. 226 Schaden. HP Max. Nehmen wir mit. Und zack, zack. Patsch. 102 Schaden mit Peach. Die hat sonst gefühlt nichts gemacht. Doch nicht auf Mario. Aber anscheinend hat ihn das nicht zum Schlafen gebracht. Mario ist nicht so müde, Freunde. Ein Glück. Wie konnte das missen? My heart. Das musste jetzt ja nicht sein. Ich hatte Angst, ich flieg weg. Tschüssi. Mario ist Level 14. Und Mario erhält den Ultrasprung. Geno ist auch Level 14. Erhält Geno-Stoß. Okay. Vor dem Ultrasprung habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das klingt absolut crazy. Einmal bitte hier dich selbst heilen. Ultrasprung, zeig mal her. Drücke Y vor Treffer für Schaden. Vortreffer? Man muss tatsächlich vorher Y drücken. Ich glaube, das war immer mein Riesenproblem dabei. Weil ich das nicht ganz kapiert habe, wann man drücken muss. Okay, hier kann man auf jeden Fall speichern, das finde ich sehr lieb. Level 14. Okay, hier sind ganz viele Pflanzen in den einzelnen... Der gießt die einfach. Ob es dir gut geht, frage ich dich. Moin. Okay, was machen wir mit dir? Smilex. 11 Schaden, okay. Zu früh gedrückt. Wollen wir mal jetzt so einen Ultrasprung machen? 11 kostet das. Zeit zu duschen. Da, da, mein Liebling. Hihu, die Dumm. I don't like that. Nee. Och, nee. Nicht jemand, der die ganze Zeit einen zum Schlafen bringt. Da war jetzt so ein Pin gut, dass man dagegen immun ist. Oh. Auch noch den Angriff verkackt. Wird ja immer schlimmer. Also die Superflamme müsste ja rein theoretisch, vom Logischen her, gegen eine Pflanze Feuer einzusetzen, sollte sehr, sehr krass sein.
Naja. War okay. Nehme ich an. Wir kriegen aber nicht so viel Schaden, das ist human. Und die halten tatsächlich auch jetzt nicht unmenschlich viel aus. Das ist auch sehr nett. Sollten wir hier jetzt Ahornsirup verwenden? Wenn, dann ist das jetzt gerade, glaube ich, der beste Weg, weil ich glaube, jetzt gleich kriegt der 4 Köpfe. And I don't want that. Flamme. Uh-oh. Uiuiui. Das tat gar nicht so weh. Okay, wir klüppeln da einfach einmal so drauf. Reicht nämlich schon. Ladida! Das ist aufbereitetes Wasser. Da, da, mein Liebling. Hihi, duidum. Sauger. Also das wird ja clearly gerade kein Boss sein, aber es, ich könnte mir gut vorstellen, vielleicht kennt ihr ja Super Mario Sunshine, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Da gibt es einen Boss, das ist auch so eine Piranha-Pflanze. Mit so einem kleinen Bäuchlein, sieht sehr süß aus. Und es sieht sehr ähnlich doch aus, finde ich, zu der ganzen Geschichte mit den Piranha-Pflanzen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht was kommt in die Richtung. Vielleicht bringen wir erstmal einen um. Also, dass es vielleicht eine große Piranha-Pflanze hier als Boss gibt im Bodenland. Obwohl, was könnte Bodenland denn sonst noch sein? Vielleicht finden wir auch Ronald Weasley von Harry Potter. Ich habe den Joke komplett verkackt, weil ich viel zu lange gebraucht habe. Lass uns nicht drüber reden, bitte. Peach, bitte nicht sterben. Danke. Wenn du jetzt wieder Peach einspielst. Okay, I guess. Wie, das hat nicht gereicht. Och. Aua. Der Morgenstern gefällt mir wirklich sehr. Eine Attacke noch, dann ist auf jeden Fall die Phase auch down und ich glaube, dann haben wir ihn. Ladida! Ich habe Mineralien hinzugefügt. Da, da, meine Lieblinge. Hihi, dididum. Eieiei. Mega Smilex. Also wir sollten auf jeden Fall seine kleinen Gehilfen hier, glaube ich, umlegen. Ich hoffe nicht, dass der Große dadurch einen Enrage kriegt. Das wäre unschön. Und ich fände es gut, wenn... Ah, Peach ist wieder da. Nein, nein. Nicht auf... Blumenblätter? Das war ganz und gar nicht cool, mein Freund. Und du kriegst dafür komplett auf die Mütze gehauen. Frag nicht nach Sonnenschein. So, du hast dein eines Kind verloren. Ich hoffe, das war dir schon mal eine Lehre. Musst du direkt angreifen? Entschuldigung. Meiner Meinung nach muss das nicht sein. Okay. Peach mal wiederholen. Sehr wichtig, dass Peach die ganze Zeit im Leben am Leben ist. Das macht mega Smilex. Er misst. Perfekt, so gefällt mir das. Ha, es hat schon gereicht. Perfekt. Okay, und dann drauf. 31 Schaden. Sehr gut. Machen wir nochmal einen Ultrasprung. Beim Ultrasprung habe ich noch gar kein Timing. Das dürfen wir nicht bei so großen Bots machen. Das verkacke ich. Das verkacke ich ganz, ganz groß. Zweimal gemisst. Gute Quote. Normaler Angriff erstmal. Selbst den verkacken. Große Klasse. Kannst du bitte nicht zweimal angreifen? Excuse you. So. Wir machen einmal den Ultrapilz auf Bowser. Der soll uns nämlich gerne erhalten bleiben. Vielen Dank, Mann.
Ein umsonst. Scrolls Dust? Oh. Oh nein. Der konnte jetzt eigentlich... Ja, der konnte nur noch seine Hardcore-Spezialangriffe. Stimmt, Giftgas wäre wahrscheinlich auch schlau gewesen gegen den. Er kann literally nichts tun. Die Frage ist jetzt, wie lange wollen wir alleine kämpfen? Wollen wir jetzt mit irgendeinem... Haben wir überhaupt irgendein Item, um wen zurückzuholen? Nicht wirklich, ne? Erfrischung höchstens. Hat Erfrischung dagegen geheilt? Ich hoffe. Ja, geil. Wir haben jetzt einen Pilz mit Attack ab. Oh, starke Kiste. Das war absolut dumm. Oh, Gottes Willen, ein Glück. Wir haben aber kein Ahorn. Das kann doch nicht wahr sein. Mario, hau drauf, was das Zeug hält. Superflamme. Was habe ich denn in letzter Zeit immer im Auge? Was ist denn da los? Ganze 33 Schaden. Danke. Beim nächsten Mal bitte noch weniger. Hat mir noch nicht gereicht. Was ist das denn hier? Steuerkreuz rotieren. Ich habe rotiert wie ein Bekloppter. Ja, Umarmung. Alle brauchen Heal. Alle müssen mal wieder am Start sein. Ich wollte gerade sagen, nicht drauf ausruhen, der kann zweimal angreifen. Wie oft meint ihr, kann der wohl noch angreifen? Therapie einmal. So viel Leben dürfte er doch eigentlich gar nicht mehr haben, oder? Naja, wenn wir so kleine Angriffe machen, ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, warum Mario plötzlich so wenig Schaden macht. Peach muss sich heilen, sonst geht das schief. Peach muss sich heilen. Sauger. Na, wie viel hast du noch, mein Freund? Komm schon, so viel ist da nicht mehr im Tank, ich sag's dir. Ich kenn dich doch. Da ist... Will ich lieber ein Item einsetzen? Ja. Ein umsonst. Nein. Keine gute Attacke. Was? Dass das passieren kann, ist absolut... Ich habe nichts gesagt, alles gut. Das war der biggest save in the history. Dass Peach gerade aus dem Scrowdust noch ihre Umarmung machen könnte. That was the biggest save in history. Schneesturm für Mallow. That was insane. Schau, was du getan hast. Smilex wurde verprügelt. Oh, dir zeige ich's. Königin Valentina befahl mir, niemanden ins Nimbusland hineinzulassen. Was soll ich tun? Ich weiß, ich renne weg. Ja, das ist ein super Plan. Was ist das? Ein Samen. Nehmen. Samen gefunden. Was mache ich mit einem Samen? Ein schnell wachsender Samen. Ob man den irgendwo einpflanzen kann? Bestimmt. Ui. Wow, hast du das gesehen? Eine magische Bodenranke. Spring nochmal an den Block, um hochzuklettern. Ui. Auf ins Nimbusland. Bist du ein Gegner? Ich wollte nur fragen. Wie geil ist denn der dicke Koopa? Ich werd komplett loco.
Grinser? Das ist nicht zum Grinsen, Bruder. Attacke ab. Sehr schön. Heavy Trooper bereit zum Abflug? Ich hab Angst. Weil man weiß jetzt ja nicht unbedingt, was das bedeutet, wenn der bereit zum Abflug ist. Aber die Gegner kriegen wir doch tatsächlich recht gut platt, würde ich behaupten. Das hat sehr wenig Erfahrungspunkte gebracht. Ranken erklimmen. Die Ranken sind von links unten nach rechts oben positioniert. Wenn du springst, kannst du Ranken wechseln. Nimbus Transportabteilung. Okay. Gut, aber was uns hier bei den Ranken erwartet, Freunde, das schauen wir uns im nächsten Part an. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü.